ist halt so. Naja, frag mich, was leichter ist. Aber das ist ja nicht Fletch abbauen. Ja doch, du könntest zum Beispiel mit einer Turtle abbauen, dann wird nichts passieren. Ah, na klar. Was könntest du? Mit einer Turtle abbauen. Achso, ja. Hm. Ja, ja, ich geh mal schnell dahin und baue mir eine Turtle, um das abzubauen. Ah. Das hat sonst nichts zu tun. Jo. Nicht? Nee. Cool. Lokolisi. Ja. Raka, Raka. Lokolisi Style. Aua. Ja. Irgendwas schlägt. Hast du überhaupt noch Brot, Lizzie? Ah, ich sollte was essen. Gut zu wissen. Warte ja. Mal. Vielleicht wer muss schon essen in ja, Österreich? Wozu? Keiner. Nö. Wir haben ja nicht so viel. Aber ich bräuchte ja, in Österreich hat gar nichts. Nee. Wir haben ja nicht so viel. In Österreich bitte, muss man den Gürtel bitte, enger schnallen. Was zum Essen, bitte. Was zum Essen? Was zum Essen? Was zum Essen? Ja. Oh mein Gott. Liebe Österreicher, es tut mir leid. Es gibt viel Schlimmere, ja. Also. Geil. Bitte. Nicht auf unserem Mist gewachsen. Nee, das nicht. Oh, so ein süßer kleiner Bungalow. Auch, Mongo, du süßer kleiner Mongo, du. Brinks. Ein süßer ja? Kleiner Bungalow. Brinks? Ach so. Verstanden, du süßer kleiner Mongo, du. Ja, auch nicht, ne? Zumindest teilweise. Sagen. So, ja. Machen wir das mal. Hm. Lerne, du. Und goldiges Biest einer mutterlosen Hütte. Hier, genau, Rüstung gab's. Ah, ja. So, achso, ich muss ja einen verbrennen, damit das lernt, ne? Ja. Und jetzt brauchen wir. Blazeworts gelernt. Rot. Redstone. 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 Was los, Fee? Die Frau mit dem Knochen geht jetzt gucken, was die Lizzie so macht. Lizzie hat eben gegessen. Ich baue ohne Plan. Das macht Sinn. Ich sollte so auch immer. Mal so sprechen wie ein Österreicher, aber ich kann das nicht so gut. Das klingt jetzt eher ein bisschen russisch. Ich weiß. Du wolltest gerade sagen, das klingt eher noch Russen. Österreich, Russland, wo das ist denn der so. Unterschied? Jetzt klingt's irgendwie wie ein Italiener. Scusi, scusi! Ah, die spanische Akzent, die spanische Feuer! Ah, klappte nur mit Übung! Mann. Oh mein Gott, ich bin so blöd manchmal. Entschuldigung. Oh. Alter, was geht hier ab? Noch gar nicht. Jetzt weiß ich, was ich unten eigentlich wollte. Nice. Ich wollte mir eine Spitzhacke machen. Sehr schön. Das Häuschen gefällt mir. Wow. Eine Spitzflacke. Ja, moi! Ja, freilich! Wunderbar! Ja, freilich! Na klar! Ja, freilich! Sie. Ja, wunderbar! Sie. Ah, Franz! Oh, Sissi! So, da liegst du nieder. Oh, Sissi! Da legst du nieder, ja. Da sagst du was. Da hat's den Zahn. Da sagst du was. Ja, hat's was, der Latze-Tatze. Atze-Atze-Tatze. Alles klar? Da hatze, watze, atze, tatze. Irgendwas hatze. Und datze, geil. Schmatzte. Ja, jetzt bau das da hin. Ach ja. Ich sag dir doch, das ich mag die Minecraft WG. Das war übelst duster Laune, ja. Die ist voll leiwand. Ja, ich weiß. Was für ein Ding? Was für ein Ding? Was für ein Ding? Jetzt geht's los. Nee. Ah, Markus. Armer Markus wackelt hier mit seinem Köpfchen. Markus? Der Markus. Der Markus. Markus? Nein, Markus. Markus. Von Borderlands. Ja, mein Bubblehead. Ah. Der Borderland Bubblehead. Genau. Der Ryukatz. Der Borderland Bubblehead. Was macht er da? Er bubbelt. Der Ryukatz, der sprengt den Berg. Ja, er bubbelt den Berg weg. Ja. Bubbelt ihn weg. Bitte bubbel. Ich brauche Glas. Jeden Tag. Ich brauche Glas, weil ich es mag. Ah, wir haben kein Glas, wir haben nur Glasscheiben. Das ist natürlich scheiße. Das ist scheiße. Wenn ich hier bin ich auf dem Sonnendeck. Ich habe auch kein Glas. Bin ich. Oder im Solarium. Bin ich.
Die Voice baut ein Feld. Oh, Voice, du machst ja hier voll Agrarkultur, ey. Yeah. Schon seit 12 Millionen. Ja, ja, tut sie, aber hier, das wird immer größer. Das wäre ja traurig, wenn es nicht Das nimmt hier gigantomanische Harvest Moon-mäßige Ausmaße an. Ich liebe Harvest Moon. Sie packt immer ein Feld hin und nimmt ein Feld wieder weg und packt es wieder hin und nimmt es wieder weg. Das wäre echt traurig. Ja, moi, die ganzen Pflanzen. Hin und zurück. Eine Geschichte von Magnum. Wie er die Agrarkultur erfand. Was denn? Holst du mir Sand? Ihr holt ja Sand, mein Schatz! Okay, Mäuschen. Bis gleich! Wie war das noch? Ich brauche eine Schaufel! So? Servus! So? Servus! So? Also, ich muss schon ganz wirklich sagen, das wird mir gerade ein bisschen zu multikultural hier, ja? Ich würde, dann geh doch! Ich würde, dabei. Finden, wir, ich würde es gut finden, wenn wir wieder zu den ursprünglichen Themengebieten und Diskussionsthemen und Kommunikationsthemen und ja. Einfach zur artikulativen Vielfalt zurückkehren könnte. Nur weil du diese Intelligenz ja nicht ertragen kannst. Was war das für ein Akzent? Ich weiß auch nicht. Das war Saloniki ja. Aus Griechenland. Du bist wie so ein Zufallsgenerator. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nie, was du bekommst. Mama sagt immer... Na? Was sagt sie denn? Verdammt. Jetzt wissen wir es auch. Magnum, seine Mutter, redet nicht mit ihm. Die Arme Sau. Ja. Magnum sagt immer... Mir fällt der Satz nicht mehr an, Scheiß. Magnum sagt immer nichts. Meine Mutter sagt immer, halt die doll, oh, du Kotterschnauze. Die was? Kotterschnauze. Eigentlich habe ich gar keine Mutter. Ich bin aus der Erde geboren. Ich bin aus einer Erdblase. Bist ein Urukai? Nein, so heißt ich bin nicht. Oh, nicht. Ich bin ein Elf. Urukai. Keiner Rio doch nichts für, dass er eine Erdgeburt ist. Aus dem Schoß von Mutter Erde. Ist der hast du hier schon mal wie ein stattlicher Zwerg. Fäden gedingst? Wie gesagt, ich spinne, ne? Ich habe eben gefragt, ob jemand Fäden braucht und habe daraus Wolle gemacht. Bom, bom, bom. Ja. Da, da, da. Vielleicht haben wir noch welche in den Kisten. Hier, nimm mal das. Ja. Nimm dies. Ratsche, ratsche, ratsche. Peng. Ich habe heute Post von der GEZ bekommen, die nicht mehr GEZ heißt. Ist Geschenk von mir. Kannst du behalten. Die heißen nicht mehr GEZ? Okay. Die heißen jetzt ZDF Radio Deutschland, irgendwie sowas. Das, das ist eine Sichel. Oder Deutschland Radio heißen sie jetzt. Immer noch der gleiche Kackverein. Aber ich kann so schneller das ernten, in der Mitte das, also zumindest. Du musst jetzt, wenn du dich befreien lassen willst, musst du mit deinen Unterlagen zum Amt gehen, also zum Stadtamt, und da müssen die das bescheinigen. Naja, da müssen die bescheinigen, dass sie die Bescheinigung gesehen haben, mit der du dich freistellen kannst. Lassen kannst. Also ungefähr genauso wusste wie bei uns. Wie kann man sich freistellen lassen? Ja, warum sollte man das können? Wenn man unter der Einkommensgrenze von einem bestimmten liegt, muss man keine GEZ zahlen, du Nasi. Achso, ja, das ist ich muss aber. Ja. Auch. Ah. Das ist sehr traurig. Ja. Und ich dachte so, weil wir jetzt alle den Vollsatz zahlen müssen, vorher habe ich das nicht gemacht, weil das waren irgendwie pro Monat nur, ich weiß nicht, 8 Euro oder sowas, weil ich ja nichts habe, ich habe ja auch keinen Fernseher. Ich bezahle ja nur für den Computer quasi. Und für das Auto, weil da ein Radio drin ist. Ja, das ist doch Radio. Aber ich habe keinen Fernseher. Darum geht's halt. Achso. So, ja, und jetzt aber müssen wir alle den Vollsatz zahlen. Da habe ich mir gedacht, nee, jetzt gehst du und machst dir einen Befreiungsantrag. Dann kriegt ihr halt gar nichts, ihr Schweine. Das habt ihr jetzt davon. Vorher habt ihr noch einen Zehner gekriegt, jetzt kriegt ihr gar nichts. Oh ja. Ja, ja. Achte mich einfach gar nicht. Nee, machen wir nicht. Wir haben dich lieb. Ich hab Sand. Sandigen Sand, Voice. Aber bald muss man ja auch für YouTube GEZ-Gebühren zahlen und so weiter. Für was muss man? Bald muss man auch für YouTube GEZ-Gebühren zahlen. Ist das nicht schrecklich? Mein Netzwerk hat schon gesagt, nee, machen wir nicht. Gott sei Dank. Was denn jetzt mit GEZ? Nee, mit diesem bezahlten YouTube, was es doch jetzt gibt. Ja, ja. Oder geben soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es groß jemand macht. Ich glaube auch nicht. Ja, wer ist denn so blöd? Ach, da geht die Reise doch hin. Die wollten eine Alternative vom Fernsehen haben und orientieren. Jetzt haben sie Fernsehen. Reicht das oder mehr? Ein bisschen mehr, bitte. Warte. Die Alternative zum Fernsehen heißt Fernsehen, oder? Noch mehr?
Ja, Alternative zu Schwimmen heißt aktuell schon mal. Dann muss ich gehen nochmal. Ja. Man läuft ja auf YouTube mittlerweile auch nahezu die gleiche Scheiße. Aber das hatten wir schon mal. Ja, das hatten wir schon als Thema. Stimmt. Das haben wir so oft. Und es ihr, wird liebe Zuschauer. Ihr seid nicht alle schuld, aber bestimmt ein paar von euch. Ja. Brauche ich guck. Meine Zuschauer sind ja jetzt schuld daran, dass ich Dead Space spielen kann. Dead Space. Dead Space. Dead Space. Von dem YouTube-Geld bin ich erstmal Dead Space holen gegangen. YouTube Money. Also von den zwei Monaten habe ich mir gedacht, jetzt lässt du das auch mal deinen Abonnenten zugutekommen und holst dir mal ein Spiel. YouTube Money. Obwohl und meine Abonnenten. Das Let's Plays ist auch, ja. Ja, definitiv, weil ich schon 1 und 2 gemacht habe mit Facecam. Mit Facecam? Ja, nicht mit Facecam, mit Facecam. Facecam hat ja jeder, ja? Sogar der liebe Herr Gronkh hat jetzt eine Facecam. Die hat er sich bei mir abgeguckt. Eine Facekäfig. Hat er sich bei mir abgeguckt? Ja, natürlich. Woher soll er die Idee sonst haben, bitte? Stimmt, natürlich. Das stimmt, auch wieder. Ja. Wo ist Gronkh eigentlich gerade? Also sich zu Hause, nehme ich mal an. Ich dachte, in seiner Hundehütte. Ja, da. Ach, ja. Ihr wüsstet. Wenn wir was wüssten. Wo der ist? Ja. Was dann? Der ist in der Küche und macht sich bestimmt was zu essen. Der ist bestimmt Koch. Stimmt. Gar kein Zweifel dran. Pink, Purple, Red. Brauche. Das gehört er mag Zwiebeln. Oh, tut er. Was? Hat ihr nicht alles gehört? Onk mag Lasagne. Echt? Ja, der hat schon meine Lasagne gegessen, die Sau. Die Sau. Ja. Dass er auf meinem weißen Sofa und hat Lasagne gegessen. Mein Gott, wie viel Arbeit hier. Nur für so ein bisschen Scheißzeug hier. Aber der Arme, der hat immer viel zu tun. Immer mit seinem Laptop auf dem Schoß. Immer? Echt, war ja, ey, ohne Witz, er gönnt sich nicht mal ein paar Minuten Ruhe. Das ist echt, das ist ein Arbeitstier, ohne Scheiß. Ich wundere das ja so ein bisschen, ne? Weil so, also ich bin da ein bisschen, dass ich sag, irgendwann so, ich will meine Ruhe haben und mein Privatleben und keine Ahnung. Und dann gibt's halt heute kein Let's Play. Ja, ich weiß, ich komm gleich. Ich brauch keinen Sand. Ach so, ja, ich mach trotzdem Sand, weil ich will Glas machen. Dankeschön. Naja. Dachte dann so irgendwann, nee, heute kein Let's Play. Und bei ihm war das immer, nein, jeden Tag ein Let's Play. Okay. What? Jeden Tag. Ja. Jetzt hat er wie viele Let's Plays an einem Tag? Kleines Arbeitstierchen. Aber er weiß, wie es ist, wenn er nicht arbeitet, ne? Er war ja schon mal ganz unten. Ha! Ja. Ah. Das war er. Aber ich glaube, jeder kommt irgendwann mal bei ganz unten an. So, also, was für ihn Boys, halt ganz unten ist, für jeden. Bitte. Du musst mal in meinen Darkroom kommen, ich bin verbessert gerade. Darkroom. Also in den oberen. Ja, ich sehe dich schon da. Komm in den oberen Darkroom. Ja, das ist. Total geil. Oh Mann. Boah, das ist auf jeden Fall mal viel los. Kommst du? Ja, ich bin unterwegs. Was leckt. Ui. Da. Oh. Mach mal dazu, neben dir, den Schalter. Warte, es leckt. Ja. Oh. Nee! Das ist ja wohl geil, oder? Was hat es getan? Was ist das? Das ist geil, oder? Das ist richtig geil. Jetzt müsste das Licht nur noch andersfarbig sein. Dann ja, das geht leider nicht. Aber sonst. Ja. Aber das ist geil. Also jetzt muss ich mal eine Porno-Couch hier oben reinbauen oder was? So in Rot. Ja. Hm. Ah, das ist doch geil, oder? Das ist echt richtig episch. Das ist episch, wirklich, ja. Genial. So. Gut, das wollte ich dir nur zeigen. Ah ne, Anlass, dann sind hier gleich Monster. Ja, genau. Das muss fliegen. Und ich fliege im Sauseschritt. Und nehme meine Fliege mit. Das ist nicht Sausewind. Fee!
Ich brauche...